Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Stardew Valley. Ja, wir haben gerade ein Event ausgelöst, deswegen habe ich euch mal eben dazu geholt. Der George steht hier vor seinem Briefkasten und sagt, wie soll ich an diesen Brief da hinten hinten kommen? Ja, da kommt die gute Penny an. Ich schaffe das, Herr Mulner. Freut ihn aber gar nicht, wa? Hier, bitteschön. Ich hätte es auch selbst geschafft und ich kann mich auch sicherlich allein bewegen. Wie zerbrechlich hältst du mich? Asantus? Du hast uns beobachtet? Habe ich. Das war nett von dir, Penny. Danke. Ich wünsche nur, George wäre nicht so aufgebracht. Ich wollte nur helfen. Es tut mir leid, Fräulein. Ich hätte nicht so wütend werden sollen. Es war eigentlich ziemlich nett, dass du mir geholfen hast. Schon in Ordnung, Herr Mulner, ich verstehe es. Es muss schwierig sein, alt zu werden. Es ist einfach ein anderer Lebensabschnitt. Du hast recht, wir sollten die Realität des Alterns nicht ignorieren. Je eher wir uns mit unserer Sterblichkeit abfinden, desto mehr Zeit können wir im Hier und Jetzt verbringen. Nun, es war interessant mit dir zu reden, Asantus. Ich sollte gehen. Jo, das war das Herz-Event von Penny. Ich war eigentlich hier gerade oben im Gemeinschaftszentrum. Da fällt mir ein, ich habe sogar noch was vergessen. Und zwar können wir hier auch noch was abliefern. Bündel Schmied, da können wir einmal hier gibt es auch eine Belohnung für. Oh, noch ein Schmelzofen, das ist schön. Und das Bündel können wir hier auch komplett machen. Gibt es auch eine Belohnung für eine Omnigeode. So, damit haben wir den ersten Raum komplett. Wir sind die Unimons. Unimos, Hüter des Waldes. Ja, damit haben wir den ersten Raum schon mal komplett gemacht. Das ist doch schon mal was. Da oben in dem Raum können wir noch immer nichts machen, ne? Ne, sieht nicht so aus. Jetzt gibt es das erste Sternchen an der Tafel da oben. Läuft mir die ganze Zeit hinterher, das ist ein bisschen gruselig. Ich hau mal lieber schnell ab. So, ich wollte eigentlich unten in den Wald rein. Gucken, ob wir da noch ein bisschen was sammeln können. Und natürlich das Holz rausholen. Und dann wollte ich eigentlich noch oben zur Mine. Ich wollte nämlich noch Eisen sammeln. Wir haben so gut wie kein Eisen mehr. Ja, dann haben wir den ersten Raum schon mal abgeschlossen. Ist da auch was? Belohnungsstand Brückenreparatur. Ich glaube, oben bei der Mine ist die Brücke gemeint. Da führt ja nach rechts noch so eine Brücke rüber. Zum großen Feld. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es da gibt, ob sich das da lohnt,
dahin zu rennen oder nicht, keine Ahnung. Ich meine, da sind immer mal wieder Steine, die man abbauen kann. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwas Besonderes ist. Oh, hier ist schon mal ein Pilz. Zumindest besser als nichts. So, dann nehmen wir hier mal das Holz mit. Ja, die Animation sagt eigentlich, dass da auch immer normales Holz bei rumkommt, aber es fehlt immer nur Hartholz, zwei Stück. Ich meine, gut, das ist auch der Hauptgrund, warum wir hier hingehen. Aber wäre nett, wenn man das normale Holz auch dafür kriegen würde. Achso, ich habe übrigens noch ein neues Schwert gefunden in der Mine. Wie ihr unschwer erkennen könnt. Das ist, glaube ich, sogar stärker als dieses Skelettschwert, was ich euch gesagt habe. Das heißt, das war eine Fehlinformation, dass das so ziemlich das zweitstärkste ist. Das dachte ich nur, ist aber nicht so. Weiß gar nicht, kann man hier auch irgendwo hin? Ja, irgendwohin kommt man hier, aber hier gibt es nichts anscheinend. Schade. Hätte ja sein können. Na gut, dann gehen wir mal wieder zurück zum Hof. Machen die Taschen leer. Und gehen wieder runter in die Mine. Aber nicht so tief, wie wir maximal können. Ein bisschen weniger. Weil wir Eisenerz sammeln wollen. Und so weit unten gibt es nicht mehr so viel Eisenerz. Ich glaube, ab Level 40 gibt es Eisenerz. Dann machen wir auf Level 45 oder sowas. Ja, ganz schön viel dabei, muss ich mal so sagen. Den Ofen können wir natürlich gleich aufstellen. Drei Schmelzöfen. Kann ja nicht schaden. So, wir haben das erste Mal schon goldene Pilze. Das heißt, die anderen können wir verkaufen. Die Schriftrolle habe ich noch im Inventar, die müssen wir noch im Museum abgeben. Aber jetzt gehen wir erstmal auf den direkten Weg nach oben und werden dort dann ein bisschen Eisen sammeln. Dann könnte ich wahrscheinlich, wenn ich die Felder abgeerntet habe, schon die restlichen Sprenkleranlagen bauen. Aber ich sollte vielleicht einmal kurz ins Spa gehen, um ein bisschen Energie zu regenerieren. Wobei die Energie, die wir noch haben, die hätte wahrscheinlich sogar gereicht. Aber egal, jetzt sind wir hier, jetzt machen wir gerade die Energie voll. So, das war's auch schon. Dauert ja zum Glück nicht lange. So, da haben wir jetzt auch noch Nuss dabei, die wir essen können, wenn uns die Energie unterwegs ausgeht. Aber da gehe ich jetzt mal nicht von aus. Ich glaube eher, die Zeit geht uns aus, als dass uns die Energie ausgeht.
So, dann wollen wir doch mal gucken. Also wir wären jetzt schon auf Level 90. Aber wir gehen mal auf 45. Hier müsste es dann das erste Eisenerz geben, beziehungsweise ab 40 habe ich ja gesagt, gibt es Eisenerz. Ja, ausgerechnet hier gibt es natürlich nichts. Oh, die erste Winterfrucht, die wir gefunden haben. Ich wusste gar nicht, dass man hier unten in der Mine auch Winterfrüchte von den Monstern bekommen kann. So, hier scheint es auch nichts zu geben, ne? Eisenschank scheint hier echt Mangelware zu sein. Achso, ich konnte bei Minenarbeit sogar die erste Fähigkeit schon wählen. Kann man ja ab Level 5 und Level 10 kann man ja eine Fähigkeit wählen. Und bei Level 5 kann man sich aus entscheiden zwischen eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass zufällig Diamanten spawnen. Oder pro Erzader ein extra Erz. Und ich habe mich für das extra Erz entschieden. Weil ich sag mal, früher oder später werden wir nicht mehr so die Geldprobleme haben. Aber ich denke schon hier und da mal Rohstoffprobleme. Ah, da geht man nur in die Mine, weil man ja Rohstoffe braucht und nichts anderes. Und damit können wir die Zeit dann vielleicht ein bisschen hinauszögern. Oh schade, ich dachte, da könnte man vielleicht Kohle oder so rausholen. Ja, allzu viel Erze gibt es hier nicht. Oh, noch eine Schwerenschaftrolle. Oh, da habe ich keinen Bock drauf. Wenn jetzt die ganzen Fledermäuse kommen, dann gehen wir lieber schnell noch eine Ebene tiefer. Keine Erze, dann können wir auch gleich weitergehen. Oh, Inventar voll. Ja, wenn das Golderz hier rumliegt, hätte ich schon gerne mitgenommen. Essen wir mal eben die Nuss. So ein Viech hat mir sogar schon mal einen Fisch gedroppt. Sogar einen von diesen exotischen Fischen, die wir fürs Aquarium brauchten. Und das war ganz praktisch. Damit brauchen wir den dann nämlich auch schon nicht mehr fangen. So, wird spät. Das heißt, wir gehen raus aus der Mine.
So, wo ist das ganze Eisenerz? Da ist es. Das schmeißen wir gerade noch in den Ofen. Und dann gehen wir auch schlafen. Ach Mist. Und sagen, dann gehen wir auch schlafen, damit wir nicht umfallen. Und sagen, ich schmeiß mal ein bisschen was hier rein, wa? Damit wir wieder ein bisschen Geld zusammenkriegen hier. So, jetzt gerade noch das restliche Erz hier rein. Und dann schnell schlafen, bevor wir umfallen. So, da reparieren die... Ach, die Lore reparieren die. Das war gar nicht die Brücke, die repariert werden sollte. Sondern die Lore. Damit können wir etwas schneller von einem Ort zum anderen. Die dürfte verbunden sein mit der Bushaltestelle, dem Schmied und der Mine oben. Das gucken wir uns bei Gelegenheit mal an. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, tschüss.